Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier zu den Sonntagsfahrern in TSW, in Trains in World. Wir fahren diesmal S-Bahn Rhein-Ruhr-Osten zwischen Wuppertal und Hagen. Und dabei ist natürlich mal wieder der Seidenspinner. Hallo. Ich bin Slavan und es kann losgehen. Zug aufrüsten kurz, dass wir das noch schnell hinkriegen. Ich habe nämlich gar nicht so viel Zeit. Ich muss einmal noch mal ganz kurz die PZB. Nicht PZB, ZZA vorne einstellen, die Zugzielanzeige. Wo war das? Route eingeben, war das hier? Genau. Und dann Zugverband, da habe ich jetzt nur Zug 1 eingegeben. So. Okay, das ist die falsche Richtung, so komm ich drauf. Wuppertal Köln, S5, das sind die S8. Wenn ich mich nicht irre. Wir sind beide S8, ne? So war das. Ja, wir sind beide S8. Das ist gut. Wait a second, aber das ist doch an. Aber du hast ja noch 2 Minuten bis zum Losfahren. Ich fahre jetzt ab. Warte mal. Ach, die Lichter sind noch falsch. Das mache ich aber am Hauptbahnhof. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ich will nicht deutlich zu spät kommen. Deswegen werde ich jetzt kurz den Fahrtrichtungswender Schlüssel einlegen, Generalschlüssel nach vorne schalten und abfahren. Nicht ins Wechselblicken reinfahren und dann kann es losgehen. Kommst du los oder? Also, ich muss noch nicht los. Aber so wie es aussieht, komme ich nicht los. Du musst doch schon los, 1920, oder? Ja, ich muss Leute reinlassen, aber keine Ahnung. Ich weiß, hey. Weißt du, woran... Woran es liegt? Nö. Das wollte ich grad, das war eine doofe Frage, deswegen habe ich sie auch unterbrochen. Was hast du... Hast du den Generalschlüssel eingepackt? Ja, also ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, wie das hier im Quick Start Guide ist, den ich ja prinzipiell gar nicht brauche. Dachte ich, keine Ahnung. Kann sein, dass du einen Aufzug aufrüsten musst. Du bist ja, fährst ja erst los. Batterie ist an, Strom? Das ist an und war alles voll an, aber ich krieg immer den Bremsdruck nicht hoch. Machst du gerade, willst du eine Testbremsung machen oder was? Bremsentest? Nee, der ich habe halt 0 Bar auf der Hauptleitung. Oder und halt okay. 2, irgendwas Bar auf der Dings. Passiert was? Ja, Tatsache. Geht's wieder voran. Die Zeit ist halt Wuppertal Unterbahn. Ich kann schon nicht mehr reden. Jetzt ist die Frage, kommen wir jetzt los oder nicht? Das musst du wissen. Okay, wir kommen los. Dann kann ich jetzt Sifo und so weiter anmachen. Der Zug zack. Ist so leise. Vielleicht muss ich gleich nur den Zug ein bisschen lauter stellen. Nun hört mich bei mir den Zug nicht mal. Gehen sie zu dir. Jetzt muss ich schnell hier raustappen, das minimieren. Oh, okay. Ich dachte, wir sind noch gar nicht in den 90. Ja, ich bin wieder Auto gefahren. Man muss natürlich warten, bis der gesamte Zugverbund über die Geschwindigkeitsbegrenzung drüber ist, wenn man dass man 90 fahren darf. Und nicht einfach, wenn man gerade rüber gefahren ist. So. Okay, wir kullern nach Hagen Dings. Und wir müssten schon längst da sein. Das ist auch wieder geil.
verstehe ich auch wieder nicht. Dass ich, wenn ich sehe, dann passt natürlich auch. Das war zu weit. Schade. Schade. Ja, ich stehe so mit ein paar Türen drüber. Bremsen muss ich mich noch mal kurz eingewöhnen. Das war zu sportlich. Ich habe mir schon gedacht, so mitten am Bahnsteig hatte ich noch 70 drauf und dachte schon, oh, das wird knapp. Ich bin jetzt zumindest schon mal froh, dass ich jetzt losgekommen bin. Dann kann ich gleich im nächsten Bahnhof dann den Rest der ganzen Sachen einstellen, wie ZZA und so weiter. Mal gucken, vielleicht können wir die Zeit sogar noch rausholen. Ich glaube es zwar nicht, aber... Eigentlich im S-Bahn-Szenario schwierig. Aber mal gucken. Ja, gut, ne? Also, ne, Dings, bei Rapid Transit, da ging es ja auch zum Teil, ne? Stimmt, da hatten wir irgendwann, da hatten wir aber so einen Übergangspunkt. Weil im Bitterfeld hielt der Zug ja eine Zeit lang. Was auch realistisch ist, was er tatsächlich auch macht, weil im Bitterfeld einfach die paar Linien sich kreuzen und dann die Leute umsteigen können. Gott, Siefert. Oh, jetzt habe ich schon wieder diese dreckige Misthaltetafel drin, dass der Shit nicht gespeichert wird. Dass man das nicht einfach global hat. Gott. Was für eine Haltetafel? Ja, diese dämlichen Rotzpunkte, die farblich markiert sind auf dem Punkt. Als ob der Haltepunkt nicht reichen würde. Also der, ja, das, ja, da, ja, also die Halteposition. Du meinst die Signale und so, die habe ich immer an. Nein, meinst die scheiß Halteposition. So. Ach, das Ding, ja, das könnte ich auch mal ausschalten. Das Problem ist, man muss das zum Teil jedes Mal ausschalten. Also das ist komplett random, wann man das ausschalten muss. So, aus. Das war das Verkehrte. Okay, das ist also die Haltetafel und nicht die Markierung der Zielvorgabe. Okay, das macht natürlich auch Sinn. Ich bin aber überpünktlich gerade. Ja, ich auch. 2 Minuten zu spät. 2 Minuten kann man noch rausfahren, eventuell. So. Türen öffnen. 3 Meter daneben, Punktlandung. Zug. Das war's nicht. Was ist das denn? So, was hast du für eine komische Ansichtsfehler? Hast du immer wieder mich in den Zug reinspawnt? Das war Fiss. Zug nochmal von außen angucken. Gut, Eingabe, Zugverband. Baureihe 422 müsste das sein. Wuppertal, danach geht's. Übernehmen. 422, genau. So, warten bis... Ach, ich muss sogar warten. Hey. Kenne ich gar nicht, dass ich mal zu früh dran drin und warten muss. Nächster also, halt Hagen, ja? Heubing in 2 Kilometern, okay. Alter, okay. Dann machen wir es noch nicht hier. Musst du schnell wieder abfahren. Ich wollte ja... Nee, passt schon so. Warum steht denn da jetzt S9 dran und nicht S8? Weil du S9 reingestellt hast, vermutlich. Ja, aber da schon S8. Das verwirrt mich jetzt. Warum auch immer wir wieder jetzt abbremsen hier, das ist doch... Okay, ich dachte, das wird die... Hä, das ist doch die S8 oder nicht? Nicht blöd. Das ist die S8. Warum ist dann die S9 nach Wuppertal, Hauptbahnhof? Hä? Nee, du fährst die S8 bis München-Gladbach. Ah, okay. Über Wuppertal. Dann, stellen wir das mal gleich ein, wenn das hier ein bisschen unaufregender hier ist.
Ah, was habe ich jetzt übersehen? Ich habe mich gerade auf Gas geben konzentriert. War ich zu schnell? Kann das sein? Mhm. Oh. Bestätigungsfehler. Ja. Okay, ich habe die Zeit rausgeholt. Das ist schon mal gut. Wäre ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt gerade stehe. Aber ich glaube, den hellen Lichtschlag kann ich ausschalten. Eventuell. Guck mal hinten. Passt. So. Räumen wir langsam in den Bahnhof ein. So kann ich wieder den Bahnhof nicht verfehlen. Was haben wir denn für eine 29 sollen wir da sein? Jetzt sind wir ein paar Sekunden zu spät. Ist die Aktion? Ja, ich mache jetzt mal eine Punktlandung. Das finde ich unbedingt von der Halteposition her, aber. Ah, diesmal rechts. Ich habe das Gefühl, ich habe noch was vergessen. Ich weiß noch nicht mehr was. Okay, warte, dann. Zugverband. Die S8 nach Mönchengladbach. S8 Magdeburg. Nee, in die andere Richtung. Muss nach unten durchschalten, dann kommst du schneller zu den richtigen Strecken. Dessau. Du bist jetzt gerade auf der Bitterfeldstrecke, auf der von Leipzig-Strecke. Ah, Mönchengladbach. Tür schließen. Ach, wie schön. Diesmal auch ohne Wechselblinken oder sonstiges. Da sehe ich mich. Die 60 hätte ich bestätigen müssen hier. Das war der Fehler von ihm. Und jetzt bin ich zu schnell, weil ich in der Außenperspektive war. Solange kein Magnet mehr liegt, ist es ja erstmal ja. Nicht so wild. War zum Glück keiner da. So, jetzt dürfen wir sogar ein bisschen schneller fahren als 80. Ist auch nur kurz, aber besser als gar nicht. Ich muss mich eigentlich noch ein bisschen an die Bremspunkte gewöhnen. Biegen wir gleich auf die S-Bahn-Strecke ab. Tag, Kollege. Das wirst aber noch nicht du sein. Nee. Dann wirst du sehr schnell. Das bezweifle ich auch. So, wir fahren uns übrigens wieder entgegen, aber wie genau, das, ja. Habe ich am Anfang nicht erklärt. Für alle, die neu jetzt zufällig einsteigen sollten. Das Format ist sozusagen, wir simulieren einen Multiplayer, indem wir uns auf in einem Schnellfahrszenario oder in Quatsch, die Schnellfahrt in einem Fahrplanszenario. Das war bei Train Simulator, das ist glaube ich Schnellfahrt. Auf jeden Fall im Fahrplanszenario uns entgegenfahren. Also zur selben Uhrzeit, selbe Wetter und selbe Jahreszeit und so. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir uns mal irgendwann mal schaffen, pünktlich zu sehen. Also aktuell bin ich pünktlich, also wie die Faust aufs Auge. Ich pünktlich. Nicht. Bin eine Minute zu spät oder so, eine halbe Minute bisher. Ja, eine Minute Alter. Zu spät. Alter. So, sind alle ausgestiegen? Ja, dann geht's wahrscheinlich jetzt nicht weiter. Okay, noch nicht ganz. Nein, den Bahnhof werde ich richtig versemmeln. Alter, warum bremst du denn? Warum geht denn, beschleunigt ihr denn so? Fuck. Ja, gut, ich habe einen Bahnhof versammelt. Und zwar richtig. Herzlichen Glückwunsch. Kriege ich ihn noch? Ach ja, bei TSW muss man zurücksetzen, ne? Ja. Wie? Nee, er nimmt ihn noch. Okay. Inwiefern stehe ich denn noch in dem Bahnhof, was wir hier sehen? Wie lang ist der Zug?
Kann ich hier irgendwie eine Ansicht durchschalten, wo ich den hinteren Waggon sehe? Fliege ich hin. Ja, so kann man auch eine Wanne verhalten. Kann ich nicht so weit fliegen, weil der Zug so lang ist? So, ich muss wieder verriegeln. Aber ich stehe doch mit einer Tür drin. Ja, immerhin, ne? Hat er noch genommen. Und dann habe ich gerade auch die Tür links entriegelt. War gar nicht mein Ziel. Könnt ihr jetzt wieder zumachen, bitte? Aber so könnte ich vielleicht mal eine Verspätung aufholen. Jetzt stehe ich nämlich schon einen halben Meter vorne. Weil die habe ich gerade schon wieder verspätet, weil ich die Tür zu spät zugemacht habe. Ja. So muss man es auch sehen. Unwahrscheinlich, aber abwarten. Wir haben 34, ja gut, 20. Jetzt bin ich schon 20 Sekunden zu spät, ob ich leider sagen sollte. Ich muss sagen, ich habe teilweise das Gefühl, dass ich echt zu... Ach, wo stehe ich denn jetzt schon wieder? Was war denn jetzt? War da noch ein Signal oder was? Ich bin ins Wechselblink reingefahren. Warte mal, bin ich gerade ins Wechselblink reingefahren? Ich glaube ja. Geschwindigkeitsüberschreitung? Ach, ja, ja, weil ich ins Wechselblink reingefahren bin. Okay. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch ein bisschen mehr S-Bahn-mäßig fahren und nicht so regionalmäßig. Ja, jetzt bin ich viel zu spät. Ich denke mal, so 2-3 Minuten Verspätung habe ich mir jetzt schon gesammelt. Wenn wir schon mal hier sind, dann und das sehen, dass da irgendwas rumhängt, dann können wir es auch mal reparieren hier, ne? Ah, ne. Ist okay. Ich dachte, das wäre okay. Ich habe nichts gesagt. Das sah so, ja. Sammelobjektmäßig aus. Oder muss man woanders was reparieren, was das betrifft? Irgendwo muss man, glaube ich, Stromkästen reparieren. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es war. Irgendwie so Quatsch musst du ja auf jeder Strecke machen. Ja. Ich weiß, dass man hier auf alle Fälle Erste-Hilfe-Koffer auffüllen muss. Ich wollte mal irgendeine Folge machen, hatte ich überlegt, wo ich das als Szenario mache. So, keine Ahnung, Streckenbearbeiter, Streckenwärter. Deutsche Bahnmitarbeiter, keine Ahnung. Schon was du mir erzählt. Der Bahnsteig ist aber extrem kurz hier. Ist der Zug hier überhaupt dran? Gerade so. Ja, eine Tür steht bei mir vorne drauf. Gerade so, da ist die 80er. Zone vor mir. Moment, wann sind wir losgefahren? 20 nach. Das Szenario wird etwa so lang. Dann würde ich sagen, schätze ich mal, dass wir uns so gegen 40 treffen. Kann sein. Meinst du schon so früh? Jetzt gleich schon? Ja. Weil ich glaube, das Szenario geht eine Stunde. Die Fahrten mit der S-Bahn. Weiß ich nicht, also so vom Dings her, ich bin ja, oh Gott, das war verkehrt, ich bin ja um 20 nach los oder so und ich soll am letzten Bahnhof um 10.01 Uhr sein, deswegen... Deswegen rechnerisch müssten wir uns dann etwa dort treffen. Die 80 sind erst da hinten, bis dahin kann ich noch ein bisschen beschleunigen. Obwohl, lohnt sich auch nicht mehr, jetzt haben wir die 80 gleich schon. Ein bisschen mehr beschleunigen sollen. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Weil wir auch zu spät sind. Ja, 2 Minuten, 3 Minuten. Auf jeden Fall schon. Wieder zu langsam. Warum fahre ich 68 in der 80er Zone? Weiß ich nicht. Ich dumm bin.
So, weil ich jetzt hier wieder was gesehen habe. Ganz weit hinten. Ich meine jetzt nicht den Mülleimer. Flitze ich mal da hinten hin. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ich glaube, der Zug steht drin. Okay. Never mind. Einfach dasselbe gesehen. Wie es am Anfang war. Okay, ist Zeit gekostet. Nicht ganz. Also man muss hier genau halten. Ich stehe jetzt wieder mit der hinteren Tür ein bisschen weiter vorne, weil ich 10 Minuten zu weit vorne gehalten habe. An einigen Bahnhöfen. Passt hier genauso rein. So, schnell weiter. Wir haben schon wieder zu viel Zeit verloren. Was hast du verloren? Zu viel Zeit verloren, weil ich ausgestiegen bin. Das ist immer ein Fehler. Habe ich auch schon öfter gemacht. Mal gucken, vielleicht kommen wir die Zeit wieder raus. So, Gewilsbergkipp, nächster Halt. Jetzt geht's in die 80er-Zone wieder rein. Ich halte diesmal bei Gewilsberg West, also wir treffen uns gleich. Jep. Von der Zeit passt das ja ungefähr, ja. Sagst du doch gar nicht so falsch. Ach Gott. Ich bremse aber auch echt früh, habe ich das Gefühl. Also wirklich übertrieben früh. Oh, da kann man einen Streckenplan hinhängen. Das ist schon mal gut. Nicht mal wieder eine Punktlandung. Steigen aber trotzdem noch kurz aus. Und nehmen den Streckenplan mit. Nein. Ach egal. Die ist mit 80 gejuckelt, das regt mich gerade auf. Vor allem, da ich schon eine Minute zu spät jetzt gerade ankomme. Bist du noch pünktlich? Ich bin nicht mehr pünktlich. Ich müsste jetzt schon da sein in Gewilsberg West, bin dann noch nicht da. Das heißt, ich müsste ja eigentlich... Wie geht's genauso? Habe ich den gerade gesehen gehabt? Nee. Müsstest du mir jetzt gleich entgegenkommen. Oder ich sehe dich jetzt gleich direkt in West. Das kann natürlich auch sein. Also ich bin jetzt gleich in West, aber realistischerweise müsste ich ein bisschen weiter vorne sein. Geht aber gefühlt nur bergauf. Ah, da stehst du. Bei mir stehst du im Bahnhof. Nicht ganz realgetreu, noch 1 Kilometer. Das heißt, ich müsste dich ja auch gleich sehen. Da kommst du bei mir jetzt entgegen. Hallo. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Jetzt fahre ich in Gewilsberg ein. Also in 500 Metern. Okay, ich halte. Bin neu jetzt am Bahnhof. Also wenn wir jetzt die Verspätung beide nicht hätten, also wenn dann werden wir es jetzt genau treffen. So, ich habe jetzt gerade die Türen aufgemacht, heißt bei mir geht es auch gleich wieder weiter. Oh Gott, in 2,6 Kilometern nur 40, okay, da gibt es aber einen ordentlichen Change. Und ich rutsche schon wieder drüber hinweg. Oh, was ist denn mit meinen Bremsen heute los? Also nichts mit den Bremsen, sondern mit wie ich bremse. Die Bremsen können nichts dafür. Und Abfahrt ab nach Schwel. Ja, das ist gleich noch ein. Du musst jetzt in den ganzen Bahnhöfen mit Schwel und so echt aufpassen, das ist echt eng. Aber das ist ja, glaube ich, auch eng. Ja, ja. Das ist immer so ganz knapp nur dafür ausgelegt.
Mal gucken, ob wir vielleicht schaffen, noch Zeit rauszuholen, aber ich denke nicht. Ja. Erstmal. Kann da gut Zeit auch verlieren, das ist halt das Ding. Aber gefällt mir mit dem ganzen Gras hier. Also es wirkt ziemlich, wirkt, obwohl stark befahren ist, echt ein bisschen verwuchert. Kann natürlich auch in der Saison liegen, also am Frühling, dass es hier gerade irgendwie so sprießt, du gedeiht. Rumsprießt, genau. Wir hatten ja 300 Meter schon wieder. Gewitzberg Kipp. Und da haben wir die Zwangse. Ich rutsche immer ein bisschen drüber hinaus. Schon wieder zwei Türen. Ja, drei sogar. Gut, dass wir das Signal nicht beschädigt haben. So. Habe ich doch was gemacht? Ach, ich habe wieder die falsche. Ja, ich bin Trottel. Ich habe wieder die falsche Tür entriegelt. Ja, gut, kann man mal machen. Träumen wir jetzt schon mit Dings. Und ich muss mir angewöhnen, die Bremse schon vorher zu lösen. Da sind immer ein paar Sekunden, die fehlen. Wenn ich die Bremse jetzt rausziehen muss. Jetzt müssen wir schon wieder aus den Wechselblicken raus, nachher zwangen sie. Dürfen wir wenigstens wieder 100 fahren. Zwar nicht lang, aber... Genau dasselbe Ort, wo ich, also dasselbe Ort, also Streckenabschnitt, glaube ich, wo ich in der vorherigen Folge auch einen Dings bekommen habe. Weil wir jetzt das Gleis wechseln. Also ein bisschen, immer so ein bisschen, immer rutscht immer hinaus. Da, eine Tür. Okay, hätten wir jetzt schon wieder das Gleis gewechselt, dann hätte ich. Hätte ich keine Ahnung. Ja, dürfen wir jetzt mehr als 40 oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich sag jetzt einfach mal ja. So. Ich will immer links entriegeln, ich weiß auch nicht warum. Warum auch nicht, ne? Mhm. Bisschen aufs Gleis springen die Leute. Und gibt Schubrakete. Okay. Deswegen, das war doch nicht derselbe Abschnitt. Der Abschnitt ist mir neu. Eine Minute für 2,2 Kilometer bei 190 fahren, also 190, nicht 190. Das wird knapp. Okay, bis dabei für 3 Minuten Verspätung.
Also könnte bei mir auch sein. Ich weiß zwar nicht, warum ich grüne Signale bestätige, aber lieber zu viel als zu spät. Das ist eh mein Motto. Oh, wir werden die ganze Zeit schneller. Geht's bergab. Ja, 1%. Runter und ich merke das nicht. Oh, verriegeln. Schwellen West. Vielleicht dürfen wir uns sogar wieder ein bisschen mehr Schub geben. Okay, durften wir schon 120, weil ich glaube nicht. Ich glaube, es war bisher 100 maximal. Das war schon besser vom Anhalten her. Es war nicht super gleichmäßig, aber in Ordnung. Na, mit etwas. So, gleich nochmal 90. Die müsste ich wahrscheinlich nochmal bestätigen. Okay. Ach, ich bin ein Trottel. Okay, tun wir mal so, als ob wir jetzt nicht irgendwie um die gefühlt 50 Meter, okay, sogar mehr als 50 Meter vorbei gerollt sind. Schlimmer als ich vorhin, weißt du nicht, gewesen sein. Also es waren 62... Das war nur noch mit der letzten Tür drin vorhin. Okay, bei mir ist es noch immerhin ein kompletter Waggon-Dings-Teil und der Rest von hinten. Vom Vorderen. Ja gut, das heißt, dann vielleicht auch schon mal einen Kilometer mal runtergehen. Oder haben wir gleich wieder 100? Ist aber auch das erste Mal, dass ich mit dem fahre, von daher passt das schon. So, nächstes Teil, wo bitte langer fällt. In genau jetzt. Bist du ja gleich schon da. Aber wir sollten ja auch ungefähr gleichzeitig ankommen. Wir haben ja beide ein bisschen Verspätung, das passt. Ja, wird schon passen. Ich hab jetzt 2-3 Minuten habe ich jetzt ungefähr. Schön hier mit 120 lang zu kullern. Wieder eine Tür, zwei Türen. Ah, zwei Türen. Neun Uhr 52, was hatte ich? Wann sollte ich da sein? 51? 50? Ja, 50 sollte ich da sein. Ja, 2 Minuten. Okay. Muss die Zwangsel direkt vor dem Bahnhof sein. Ja, da musst du aber wenigstens nicht lange nach Magnet fahren oder in 1000 Hertz Beeinflussung. Weißt du? Ja. Trotzdem nervig. 184 Meter vom Ziel. Beim nächsten Ziel. Fragen häufig. Und jetzt bei mir gleich. Ich glaube, jetzt kommt gleich dieser kurze eingleisige Abschnitt. Da habe ich die, Magneten, glaube ich, schon gesehen. Der da ganz freundlich sagte, 80! Bremse schon mal runter. Ich dachte, mich gleich schon mal abschießen will, aber eigentlich bin ich ja nur ein persönlicher Zug.
Den schießt er nicht so schnell ab. Da habe ich halt nicht so eine Bremskurve. Oh, 80, ja, ich... Geht ja so bergab, dass ich gar nicht merke, dass ich zu schnell werde beim Rollen. Da ist der Bahnhof. Uff, runter auf 50. Das war eine Punktlandung, so müsste ich die ganze Zeit bremsen. So. Ah, ist doch schon mal was. Mhm. Aber wie weit müssen wir noch? Eins. Ich glaube, nächste ist schon Hagen-Hauptbahn gefunden. Wie kann das sein? Okay, auf welches Gleis kommen wir? Hagen-Weringhausen kommt jetzt noch. Das ist okay. Dann. Du endest ja auch nicht im Hauptbahnhof von Wuppertal. Du fährst ja noch eine Station weiter. Man fährt ja immer noch eine Station weiter. Kann gut sein, weiß ich nicht. Ja, du fährst ja nicht zum Hagen nach Wuppertal Hauptbahnhof. Du fährst ja eigentlich bis Mönchengladbach, aber das ist ja nicht dargestellt. Deswegen fährst du noch eine Station weiter. Und da hinten haben wir sogar 70 als Tempo. Müssen wir darauf achten. Die werden doch hier gleich schön angekündigt. Mit was zum Abschießen dran. Also Magneten. Ach, schöne Punktlandung. I like it. Da ist die 70. Da ist der Magnet, der schon wartet. Die fragt da drauf hämmere. Ich habe schon so oft erlebt, dass die mich die Dinger abschießen. Und ich eigentlich drauf gedrückt habe, meiner Meinung nach. Dann drücke ich lieber 10 mal drauf. Mindestens 10 mal. Okay, Wuppertal Barmen Bahnsteig 3. Vor 2 Minuten. Ah, ist ja wieder super. Das heißt, ich darf sogar wieder 100 fahren. Nein! Habe ich jetzt die 70? War da nochmal eine 70 Vorbestätigung? Ah, die habe ich nicht gesehen. Zweimal bestätigen? Zweimal 70 ankündigen? Ich habe jetzt gedacht, ich habe es schon bestätigt. Jetzt muss ich nicht mehr so weit fahren. Schrei doch nicht so, Sifa. Ja, die schreit immer. Schnell werden, stopp! Boah. Als hätte ich es gekonnt. Als hätte ich es gekonnt. Ja, ich darf 45 in Beeinflussung und bin bei 44 stehen geblieben. Ja, moin, läuft. Jetzt werde ich gleich in die nächste Zeuge reingeknallt. Jetzt waren die 70, jetzt habe ich die 70 vergessen zu bestätigen. Du willst mich doch ärgern, oder, Spiel? Du willst mich doch einfach nur ärgern. Jetzt habe ich nämlich vor lauter Verwirrung, weil das andere, das, weil ich das Vorsignal nicht bestätigt habe, vergessen, die 70 nochmal genau zu bestätigen. Warum wird denn das dreimal angekündigt? Leute, ich denke da schon dran. Die vertrauen den Lokführern nicht. Also, mir sollte man auch nicht vertrauen, aber...
jetzt habe ich natürlich 5 Minuten Verspätung. Ach, ärgerlich. Ich bin immer noch in der Beeinflussung. Verkehre einfach bitte mit dir selber. Ach, hier waren 40 angekündigt. Ach, hey, warte, was? 40. Verkehre einfach bitte mit dir selber. Ich wollte das nicht so aussprechen, wie die anderen das sagen. Ach so. Ich dachte, du liest gerade was. Ein höflicher Mensch. Ich dachte, du liest gerade etwas, was da irgendwie steht oder so. Ja, das ist Graffiti. Deutsche Bahn ankündigen. Ding, ja. Ding, ding. Meine Damen und Herren, bitte verkehren Sie mit sich selber. Vielen Dank. Ja, gut. Ja, ja, warum nicht, ne? Humor geht immer. 40 waren hier. Oh, 40. Mehr Selbstschutz geht nicht. Gut. 40 jetzt hier fahren. Jetzt jucken wir nämlich nach Hagen Hauptbahnhof ein. 59. Ja, eine Minute Verspätung. Bisher, also wir werden 3 Minuten ankommen, circa. In 3 Minuten? Ja, ich bin, also ich komme in eine Minute an oder so. Aber ich bin auch 2 Minuten früher losgefahren dazu. Wenn du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich. War jetzt ja auch nicht so die lange Zeit. Ja. Damals, vor einer Stunde. Sind wir eine Stunde? Nee, nicht mal. 50 Minuten. Langsam in den Bahnhof reinrollen. Aber alles nur für meine Maßstäbe. Jetzt haben wir 1,5 Minuten. Wir müssen es wieder 3. Also ich bin noch nicht drin im Bahnhof. Ach so. Ich glaube einen Halt noch oder 2, ich weiß gar nicht. Okay, 2 noch. Einmal Wuppertal Hauptbahnhof, einmal Wuppertal Steinebeck. Hier liegt also noch ein, die lag noch ein schöner 500er zum Abschießen, falls du am Schluss noch mal ein bisschen Gas geben wolltest. Aber das ist hier auch ein Endgleichen. Nee, ist gar nicht. So, bin angekommen. Links entriegeln. Verspätung 2 Minuten, 2,5 Minuten. 2 Minuten 20 circa. Mit. Ich glaube, müsste passen, oder? Hey, ich stehe wieder in der S8 Richtung München-Gladbach. Ui! Und die fährt jetzt gleich ab. Aber da hat, glaube ich, niemand was verpasst. Aus der Richtung kam ich ja gerade. Siefer. Ja, Siefer sage ich schon, Zwangse. Ist ja nicht so, was ich gerade. Ich habe gerade die 60 gesehen, ich war gerade darauf fokussiert, auf die 60 runterzugehen und dann habe ich eine Zwangse bekommen, weil danach eine 50er war. Einmal waren wir hier deutlich die ganze Zeit schneller. Stimmt, da habe ich glaube ich nie aufgepasst. So, ordentlich Erfahrung gekriegt. Ich habe 15.000 Punkte oder so. 15.444 Punkte. Wie viel? 15.444. Okay. Silbermedaille. Oh Gott. Ich ahne Böses. Ja, ich, weiß, ja, ich hab doch gedrückt, meine Fresse. Da war ich schon zu spät, da so eine Minute immer. Hier. Guck mal, Hagen-Herbig, Teubig, da war ich dann eine Minute zu spät. Und hätte ich vor Wieringhausen die Scheiße nicht gebaut, dann wäre ich auch noch pünktlicher gewesen. Na naja, gut. Da warten wir noch kurz, bis du ankommst. Bist du schon im Hauptbahnhof?
Ich komme jetzt im Hauptbahnhof rein. Okay, also du musst dann auch Hauptbahnhof dann an der Station. Genau. An Steinbeck. Portal Steinbeck. Tata, aber sonst eigentlich ganz gut aus. Level 25 habe ich jetzt mit meinem Charakter. Du musstest ja, glaube ich, mal irgendwann neu starten, ne? Genau. Ich glaube, ich bin Level irgendwas mit 20, 21, 22, irgendwie sowas um den Dreh. Das ist ja schon relativ hoch. Aber ich habe auch zwei Accounts gespielt, ne? Also ich habe ja einen Let's Play Account und einen Account, wo ich eigentlich so spiele. Genau. Obwohl ich diesen Let's Play Account ja Sonntagsfahrer und meine eigenen Formate mache. Ah, ist ja bei mir nicht anders. Oh gut, ich habe nur allgemein, aber... Aber ich habe noch einen Account, wo ich halt für mich spiele. Da die ganzen Dinge sammle. Nein! Ach, ich bin doch... Hä? Lull. Ich habe ungefähr bei, sagen wir mal, wo die Leute zu 75% eingestiegen sind, habe ich schon aus Versehen die Türen zugemacht, aber das hat zeitlich ganz genau gepasst. Krass. Dass ich irgendwie, keine Ahnung, noch nicht nochmal die Tür aufmachen musste oder so. Ist das auch der Trick, dass man da schon die Tür zumacht, dass man ein bisschen Zeit abholt? Jetzt musst du noch Steinbeck anfahren, ne? Oder stehst du schon wieder? Das langsam. Steh schon wieder wegen der Zeit. War ich jetzt gerade. Ich glaube, ich war gerade irgendwie. 1 km/h zu schnell oder 2-3 km/h zu schnell. Und dann bin ich dann. Also beim Runtergehen vom Schub. Das war wieder mal eine unnötige Zwangse. Also. Ja, sind alle Zwangse. Ja. Ja, gut, also, ne, manche sind schon verdient, aber. Naja, ich meinte, unnötig meinte ich jetzt. Also, ich meinte jetzt nicht, dass sie unnötig sind vom Spiel her oder vom, dass du die kriegst, sondern ist es unnötig, dass du da reinfährst. Ja. Quatsch brauchst. In dem Sinne ist es unnötig. Gut. Das auf jeden Fall. Ist auch gleich geschafft. Mit, ja gut, fast 5 Minuten Verspätung. Halte genau, ich hätte 122 Meter. Das ist aber falsch. So weit hinten habe ich mal gehalten? 120. Ach, weil er wahrscheinlich das genommen hat, wo ich schon mal die Zwangse hatte. Ja, das war ja nicht mein Haltepunkt. Ich bin angefahren. Aber die 120 Meter waren hier vorne. Das war, wo ich vorne am Bahnhof vorbeigebrettert bin. So. Das ist dann auch diese Superhalte, die mal passieren. Und bist du da? Und das letzte Mal die Tür auf. Na gut. Eieiei. Bin mal interessant, was du für eine Medaille kriegst. Ja, ich auch. Ich habe 15.613 aktuell und ich bekomme, glaube ich, nochmal 500 Punkte fürs Halten oder fürs Zumachen oder irgendwas. Glaube ich. Also könnte es vielleicht für eine Goldmedaille reichen, mal gucken. Weiß ich nicht, kann gut sein. Okay, jetzt 253 Punkte habe ich nochmal dazu bekommen. Das sind 15.866 Punkte. Level 23 bin ich mittlerweile. Und ich habe keine, also bei mir steht nichts mit Medaille. Echt nicht? Nö. Komisch. Interessant. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob es da nochmal TSW gibt oder was. Werdet ihr dann ansehen. Mal schauen, wir haben ja jetzt zumindest schon mal für die nächste Woche auch schon was. Macht's gut und tschüss. Tschüss.